Oh, der Hans. Der Schwester nochmal. Jetzt können wir zusammen schieben. Können wir Cheers machen, Handy. Dann mag ich. Letzte Woche zum Beispiel hat uns die Präsident verraten, dass er am liebsten einfach daheim im eigenen Garten bleibt. Er nannte die Spannen am besten, Entspannung am besten beim Bergwandern oder irgendwo an einem ganz, ganz exotischen Strand. Und Komponist, Produzent und Dirigent Christian Kolonwitz, der mit so gut wie allen Austropopern und auch den Scorpions schon zusammengearbeitet hat und auch zum Beispiel auch eine Kinderoper geschrieben hat. Wo macht er Urlaub und wie macht er Urlaub? Die letzte große Reise war im Jahr 18. Ich war 6 Wochen in Venedig, hatte ich ein kleines Apartment gemietet auf dem Decker und habe auf San Marco hinübergeschaut. Ich nehme mein Keyboard mit und habe 6 Wochen komponiert. Und bin auf Judeca in die ganzen Kneipen gegangen, habe dort sehr viele Künstler kennengelernt, es sind sehr viele Maler auf Judeca, die dort ihre Ateliers haben. Ich habe dadurch auch sehr viele Leute von der Oper kennengelernt, von La Fenice, die dort als Bühne arbeiten. Ja, wie man hört, ist der Musiker immer noch ganz begeistert. Bei ihm gibt es einen Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Was genau macht denn das Unterschied? Also es war eine wunderschöne Reise und so wie ich jetzt in der Früh kennengelernt habe, ist noch nicht kennengelernt. Aber sonst geht man auf den Touristenfahrt von San Marco bis rauf in Rialto und wieder zurück. Oder man fährt dann mit dem Apparato zurück. Ich habe jetzt wirklich einmal in Venedig kennengelernt, so wie die Einheimischen leben. Wurde auch sehr gut aufgenommen. Ich kann es nur jedem empfehlen, dass man einen Unterschied macht. Bilder, nach Hans. Urlaub und Reise. Eine Reise ist eben nicht nur schlimm, versuchen es besser zu werden. Ja, na.